Hallo, heute zu einem technischen Video. Warum hat meine neue 1TB Festplatte nur 931 GB? Wow! Rechnen wir also mal nach. Die verwendeten Einheiten bestehen einmal aus dem Dezimal, also unserem Zehnersystem, und sind wie folgt: Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, Terabyte und so weiter. Dazu jedoch gibt es im Technischen die binären Einheiten, sprich 2 hoch 10. Diese sind wie folgt: Byte, Kibibyte, Mebibyte, Gibibyte und Tebibyte. Wie wird also hier gerechnet? Dezimal wieder. 1000 Byte ergeben 1 Kilobyte. 1000 Kilobyte ergeben 1 Megabyte und so weiter. Insgesamt ergeben sich also 1 Billion Bytes für 1 Terabyte. Im Binärsystem sieht das Ganze schon etwas anders aus. 2 hoch 10 Bytes sind 1024 Bytes, sind 1 Kibibyte. 1024 Kibibyte sind 1 Mebibyte. Und so weiter. Es ergeben sich also weitaus mehr als 1 Billion Bytes für 1 Terabyte. Wie rechnet denn nun eigentlich unser Computer? Der Computer erkennt die 1 Billion Bytes und teilt diese durch 1024. Es sind also 976.562.500 Kibibyte. Diese werden wieder durch 1024 geteilt und es ergeben sich 953.674 Mebibyte. Teilen wir diese wieder durch 1024, erhalten wir unsere 931 Gibibyte, die der Computer richtig anzeigt. Was ist denn nun das Fazit des Ganzen? Der Computer zeigt alles richtig an. Aus Marketinggründen wird die Festplatte in der dezimalen Einheit verkauft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer freue ich mich über euer Feedback.